Le Freunde, willkommen zurück zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Wir befinden uns gerade auf dem Sternenhügel und was soll ich Ihnen erzählen, ja? Wir genießen das Leben hier oben auf diesem etwas kühlen, ja, jedoch auch wohlig wirkenden Berg. AKA der Sternenhügel, Le Freunde, ja? Sind Sie noch da? Hören Sie mich noch? Leben Sie noch? Oder sind sie eingeschlafen von dieser sehr, sehr ruhigen Musik? Ich kann's verstehen, ganz ehrlich, ja? Aber sagt bloß nicht, es läge an mir. Dann klatscht's nämlich, Fräuleins. Ja, wissen Sie Bescheid. So, dann lass uns mal hier die letzten Gegner klatschen, bevor wir dann endlich anfangen können, ja, den Kobaltstern-Splitter zu finden, ja? Noch sind wir hier. Etwas weiter unten auf diesem Bergpass, aber das wird schon noch, das sag ich Ihnen. Boah, war das schlecht. Das war übertrieben schlecht. Das kann ich Ihnen sagen. Oh Gott. Oh Gott, was kommt jetzt? Da. Oh Gott. Vieles Dank, Bruders. Weißt du Bescheid? Ja, wie gesagt, der Sternhügel, die Freunde. Ein sehr, 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 sehr kühl wirkender Ort. Aber das ist auch irgendwie zweideutig gemeint. Also nicht pervers, sondern eher so nach dem Motto, ja, es ist halt cool hier oben. Die Musik ist cool. Wohltuend. Ruhig. Ja. Wenn wir uns da mal Tottown angucken, das so in Mitleidenschaft gezogen worden ist, ist doch fast schon traurig. Ja. Und umso schöner ist es, mal, ja, auf so einem Setting, ja, Einklang zu finden, sage ich schon fast. Ja, wissen Sie Bescheid. Was laber ich da? Keine Ahnung. Naja, wie gesagt, ja. Kobaltsternsplitter. Der muss gefunden werden. Ja, wenn wir ihn nicht finden, wie können wir uns dann als Helden bezeichnen? Ja, das ist doch hier die Frage des Tages, die es zu beantworten gilt. Also lassen Sie uns verdammt nochmal auf die Kacke hauen und diesen verdammten Sternsplitter finden. Ja, es deutet ja auch nichts im Geringsten darauf hin, dass dieser Ort hier gefährlich ist. Natürlich, ich kann Ihnen sagen, ja, wir haben ein paar Gegner gesehen. Wir haben ein paar Gegner geklatscht. Ein paar gefährliche Gegner geklatscht. Aber das hier, das überbietet doch alles. Ja. Ein Himmel voller Sterne winkt dir zu, nachdem du Tottown verlassen hast. Erklimme den Sternhügel und löse das Rätsel des Kobaltsterns. Du alte Sau. Hä, das ist eine Beleidigung. Ja. Das ist nicht nett. Aber wir kriegen so viele Blumenmixer, das ist so geil. Aber ich meine, selbst, naja, die Nachrichten sagen, dass es hier sehr, sehr schön und so ist und sehr ruhig. Und es ist ja auch so, ne? Wir sind hier, genießen das Leben. Was ist das für eins live? Eins nices live. Hi. Oh nein. Das kann doch nicht sein. Was ist das denn wieder hier? Ist das eine Bombe? Das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe. Das ist ein Boss. Okay. Lass mal direkt knacken, oder? Lass mal direkt knacken. Ich würde ganz gerne mal das Kanon... Wir haben nur noch 4 Stück von den Dingern. Nee, Alter. Das kann nicht sein. That is aber hier Zappenduster jetzt, Fräuleins. Jetzt muss alles sitzen. Keine Fehler. Schaden muss... Willst du mich verarschen? Naja, wenigstens ist Luigi, etwas gestärkter durch den Angriff ab. Das ist gut. Oh Gott! Bringt das was? Nein, das bringt auch überhaupt alles gar nichts hier. Was ist das denn? Hey! Was soll das? Was für ein Schema ist das denn, bitte? Ich würde mal sagen, wir müssen erstmal die unten liegenden Viecher besiegen, oder? Ja, ganz ehrlich müssen wir. Das ist nicht dann... Ich habe... Das ist... Ich kann da nichts für... Ohne Witz... Ich kann da nichts für. Ohne Witz. Die können auch gleich ruhig mal liegen, diese Schrubs, ja? Ich glaube auch, die bauen sich auch gleich dann irgendwie auf, ne? Das sieht für mich echt so aus.
Wie viel halten die bitte aus? Das ist doch nicht dein Ernst. Komm schon. Mal so gefragt, was würde denn mir... Ja... Eisblumen, oder? War das nicht so, dass sie irgendwie anfällig sind? Wir machen's mal. Ich meine, dass wir darauf schon früher nicht gekommen sind, ist ja extrem dämlich. Aber was willst du machen? Die kriegen halt nur einen Schaden von dem Teil, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, der Boss ist nicht die Bombe, die Boss sind diese drei kleinen Drecksäcke. Und man sieht ja auch, wie viel die Scheißviecher aushalten, ne? Das ist doch kacke, Alter, ganz im Ernst, Mann. Da habe ich es schon fast geschafft und dann sowas. Das ist richtig dreckig. Aber kann Luigi mal bitte wieder zu Kräften kommen? So, erster. Ja, kannst nichts machen. Was soll das denn? Jetzt ist er die ganze Zeit über paralysiert oder was? Was soll der Scheiß? Hör doch mal auf. Richtig dreckig. Richtig dreckig einfach. So, komm, erstmal alle heilen. Wunderbar. Dann, der nächste Hammer. Weißt du Bescheid. Ich könnte schwören, dass das linke Auge... Dankeschön. Ich könnte schwören, dass das linke Auge von der Bombe sich, dass halt das linke Auge geblinzelt hätte. So nach dem Motto, ja, ich gehe zu Mario. Oder habe ich mich wieder verguckt. Oder ist es hier wieder Verarsche. So wie meistens. Wenn man irgendwelche Andeutungen macht. Was ist das? Ja, was sollst du denn da machen? Da konnte ich ja nicht mal springen. Da konnte ich ja gar nichts machen. Was ist denn das Schema? Was soll ich denn machen? Ich glaube, ich verstehe dieses Schema hier nicht. Soll ich die Bombe angreifen? Ist es das, was das Spiel von mir will? Das kann es ja nicht sein. Weil wenn... Ich bringe beiden, ist mir egal. Ich meine, es muss ja einen Grund haben, warum die unteren den Schaden bekommen. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe, ohne Witz, ich habe nichts falsch gemacht. Es ist so behindert. Das ist nicht dein Ernst. Weil es kann doch nicht sein, oder? Es kann doch nicht sein. Jetzt haben wir's. Komm schon. Weil wollt ihr mir erzählen, es gibt tausende von diesen Ja, das kann sein, das vielleicht... Ja. Gut, ich glaube, ich weiß, was abgeht. Gut, ich gebe zu. Ich bin relativ behindert. Das ist natürlich, ne? Aber wissen Sie Bescheid. Ich glaube, ich weiß, was hier abgeht. Wir müssen mehrere Wellen von denen besiegen. Das ist aber dann für mich kein richtiger Bosskampf, wenn es so ist, weil wir haben richtig viele Shroops gesehen. Sehr schön. Wir haben richtig viele Shroops gesehen. Und da macht es auch irgendwie Sinn, dass es mehr als drei von denen gibt. Von diesen Unterstütz-Shroo-Shroo-Shroo. Verstehen Sie? Der ist tot, das ist gut. So, dann machen wir mal den fertig. Ja, das macht schon Sinn. Ich habe losgelassen. Ich check dieses Spiel einfach nicht. Ich check's, ganz ehrlich, ich check es nicht. Ich habe gedrückt. Naja. So, was ist mit dir? Du musst jetzt eigentlich platt gedrückt werden, oder? Aber ihr seht, ich kann nichts machen. Ich krieg den Schaden so oder so. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts machen. Na? Ich denke mal, das ist jetzt so eine Welle an Shroops, die wir zu besiegen haben. Und dann wäre es das so. Hoffe ich mal, denke ich mal, muss so sein. Kann ich mir nicht anders erklären sonst.
So. Haben wir fast jedem einen mitgegeben, das ist gut. Ja, aber da springe ich mit beiden. Ganz ehrlich, ich mache da keine Kompromisse. Ich springe mit beiden Charakteren. Ist mir egal. Was ihr da wieder sagt, aber das ist mir egal. Es ist mir zu kurzfristig, wie die da... ja, natürlich. Wie die losrennen. Das ist mir egal. Muss es tot sein? Ja, richtig. Dachte ich mir schon fast, weil der hat so viel abbekommen, der kann das unmöglich nochmal überleben hier. Sehr schön. Sehr schön. So. Aber ihr seht, vielleicht, gut, vielleicht kriegt man keinen Schaden, wenn alle drei gleichzeitig besiegt werden, aber... Jetzt können wir auf einmal springen. Gerade eben konnten wir nicht, habt ihr das gesehen? Ich habe versucht zu springen, aber ich konnte nicht. Aber selbst wenn, es bringt ja sowieso nichts. Ich habe erstmal gedacht, okay, was mache ich falsch? So, es kann doch nicht sein, dass ich hier irgendwie, tausende dieser Bomben besiege und nichts passiert. Sehr schön. Das kann ja nicht sein. Deswegen denke ich einfach mal, das Schema ist es einfach so viele, oder halt die gewisse Anzahl an diesen Shrubuit, Lümmeln. Was ist Shrubuit? Shrubs. Ja. Ich habe losgelassen. Ich habe losgelassen. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich hasse es. Also es ist immer das Gleiche. Ich lasse es los und es bringt nichts. Ohne Witz, ich habe nichts falsch gemacht. Das ist einfach so dumm, ne? Ich habe... Weißt du, das ist einfach behindert. Naja, ne? Keine Ahnung. Ich mache nichts falsch. Nach wie vor nicht. Und hier kann ich ja wieder nicht springen. Also, was soll das denn? Eben konnte ich springen. Warum kann ich jetzt nicht springen? Das macht keinen Sinn. Vielleicht, weil es nicht zum Schema gehört hat, ne? Zum Verteidigungsschema. Okay. Ich check's einfach nicht. Also das ist... Ganz ehrlich, ist ein Boss, der mir nicht gefällt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der gefällt mir überhaupt nicht. Einfach aus dem Grund, weil man einfach, ja... einen kleinen Boss... einen kleinen... Was ist ein kleiner, aber... eine Boss-Idee öfter umsetzt. Das ist total... Das finde ich... Das finde ich ein bisschen... na, marginal, ne? Das ist ein bisschen... sparsam. Als hätten die Entwickler gesagt, nein, da wollen wir jetzt keine richtigen Boss entwerfen, da machen... Ich mache nichts falsch. Ohne Witz. Als hätten die Entwickler gesagt, nein, ich habe nichts falsch gemacht. Naja. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, heiße ich nicht gut, ist finde ich nicht schön. Ist einfach ein... ja... auf Sparsamkeit getrimmter Boss. So, dann macht du, ja, füg dir mal einen ein. Wird schon laufen. Die Leute werden es feiern. Okay. Ja, weil was hat das hier mit kreativem Einfluss zu tun? Das ist doch null kreativ. So, das ist... Oder was sagt ihr dazu, zu diesem Boss? Ne, vielleicht habe ich ja doch hier unter was falsch gemacht. Ist ja okay. Ne? Nur, ich kann mir das echt nicht erklären. Machen wir irgendwas... machen wir doch irgendwas falsch. Sehr komisch, auf jeden Fall. Das finde ich sehr komisch, weil irgendwie, wir kommen hier nicht voran. Also, ne, es kann auch sein, dass ich mich irre. Ich habe momentan den Standpunkt, dass man diese Gegner hier öfter besiegen muss. Weil es kann nicht sein, dass hier dass hier endlos viele von den Shroops auftauchen und diese Bomben und so. Das kann ja nicht sein. Das kann nicht sein. So, also ich habe zwei Standpunkte. Entweder ich check das Schema von diesem Boss nicht.
Oder ich sehe es richtig und finde es einfach nur kacke. Und beide Standpunkte, selbst wenn ich falsch liegen würde, selbst wenn das hier nicht das Schema ist, dann finde ich das Schema des Bosses undurchsichtig. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich dann nicht so geil. Das lassen wir mal den hinteren kaputt gehen. Vielleicht bringt es das ja irgendwie, ne? Vielleicht kann man so den Schaden verhindern. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Wer weiß. Ja. Gut, ich glaube, ich habe den Boss dann auch verstanden. Ja, das ist doch... Dann habe ich wahrscheinlich die ganze Zeit über falsch gelegen, oder? Ich habe irgendwie die ganze Zeit... Habe ich im Kreis gedreht. Ist das richtig? Und wenn es so ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... Oh, soll mir das gefallen? Soll mir das gefallen? Hui. Ich weiß ja nicht. Ich habe nichts. Ich habe losgelassen. Ohne Witz, ich habe losgelassen. Was soll das? Naja. Wie gesagt, also. Gefällt mir trotzdem nicht so dieser Boss. Ich meine, es steht ja immer noch nicht fest, ob wir. Ob er jetzt. Keine Ahnung. Was ist das denn jetzt? Was wird jetzt passieren? Wow. Wird er jetzt immer noch die Bomben kommen lassen oder nicht? Oder mussten wir dann doch irgendwie... Wie war das denn jetzt? Lässt er wieder Bomben kommen? Anscheinend schon. Okay. Ja. Ganz ehrlich, also... Das heißt, man muss entweder immer gucken, dass man den mittigen zuletzt zerstört oder wie ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es. Es tut mir wirklich, es tut mir leid. Ich kann euch hier nichts erklären. Es tut mir leid. Ich würde es gerne, aber ich kann es nicht, weil ich das hier nicht verstehe. Ich würde es gerne verstehen, aber ich kann nicht. Ich kann euch nur sagen, was ich denke. Und ich denke mal, dass man das erste Schema hier. Okay. Ich denke mal, das hier ist nicht der richtige Boss. Der richtige Boss ist dieser Fahnenträger da, ne? So. Und du musst ihn erstmal wegbekommen. Und zwar kriegst du das hin, indem du quasi erstmal die Shroops so zerstörst, dass die Bombe nicht auf dich geht, sondern dass sie quasi zurückrollt. Das musst du hinbekommen. Ne? So, jetzt dürfte er eigentlich... Genau. Dass man ihn quasi reinholt. Und dann beginnt echt... Dann müsste, glaube ich, der richtige Bosskampf erst beginnen. Ich glaube, so ist das. Irgendwie so. Das ist ein Autsch, das ist gut. Da sehe ich, wie gesagt, nicht, wie ich da zu verteidigen habe. Das sehe ich da nicht, ne? Also, muss ich so akzeptieren. So, ansonsten, wir haben keinen, wir machen mal einen roten Panzer, oder? Ah, könnte gefährlich werden. Ist aber anständig. Finde ich okay. Machen wir nochmal. Hä, was? Ach, der ist besiegt. Okay, okay. Ja, gut. Dann, also, dann ist er halt der richtige Bosskampf und du musst halt dafür sorgen, dass die Bombe nach hinten rollt, damit er nach vorne kommt. Okay. Ist dann doch gar nicht mal so schlecht. Aber, ne, das sehe ich ja am Anfang nicht. Das ist blind, ne?
wenn jetzt einige Leute kommen, die meinen, Scheiße! Also ganz ehrlich, wenn du hier siehst, dass hier 15 oder 20 Schroops versammelt sind, ja? Und du denkst dir, ja, gut, dann werden das wohl 15 oder 20 von denen sein, besiege ich dann erstmal diese ganzen Wellen. Davon bin ich ausgegangen. Fand ich jetzt nicht verkehrt, darüber so nachzudenken, ganz ehrlich. Ich fand's jetzt nicht verkehrt. So. Ich habe meines Wissens nach richtig gehandelt und habe so gedacht, wie ich halt gedacht habe. Und so habe ich gedacht und hi. Na, also kann ich da nichts für. So ist das. Gut. Ja, war ein etwas schlechterer Part, es tut mir leid. Wir gehen trotzdem noch nach oben und nehmen dann den Kobaltstern in Empfang, wie es aussieht. Ja, ohne Witz. Das ist der Ort. Meine Sensoren empfangen gigatomatische Tomaten, lecker. Mengen an Kobaltsternsignalen. Oh mein Gott, ich raste aus, ich bin ein Kobaltstern. Ach, wir haben den zusammengesetzt? Nein. Ich bin der Sternengeist, der im Inneren des Kobaltsterns lebt. Ich nutze die heilige Macht dieses Ortes, um mit euch zu sprechen. Ihr habt es sicher schon erkannt. In mir wohnt die Kraft, die Schroops zu besiegen. Doch weiß auch Prinzessin Schroop darüber Bescheid. Sie zerbrach mich, während sie gegen Prinzessin Peach kämpft. Ich kann kein Deutsch. Mari, Luigi, ihr Babys. Ihr seid die letzte Hoffnung für die Rettung dieses Königreichs. Aber bitte, ihr müsst euch beeilen. Meine Fragmente müssen wieder zusammengeführt werden. Findet ihr noch zwei der drei Splitter, die noch fehlen, so könnt ihr die Barriere der Schroops überwinden, die den Pilzpalast umgibt. Ja? Und dann, wenn ihr den letzten Splitter gefunden habt, werdet ihr die Helden dieses Landes sein. Nun eilt euch! Sammelt meine verbleibenden Splitter! Ich glaube, einer der Splitter ruht noch im Sternenschrein. Für den Moment ist dies alles, was ich für euch tun kann. Wir werden uns wiedersehen. Dessen bin ich mir sicher. Also, bye. Achso, ich dachte, wir hätten alle gefunden gehabt. Weil das sah erstmal so aus. Weil sich der Sternsplitter so zusammengesetzt hat. Aber das war wahrscheinlich nur die Kraft des Sternhügels. Ja. Wie wir richtig vermutet haben, war es die böse Prinzessin Schroop, die den Kobaltstern zerschmettert hat. Wir müssen uns beeilen und die verbleibenden Splitter finden. Wir müssen. Übrigens, warum weint Bibi Luigi? Er scheint Angst vor dem Sternengeist zu haben. Vielleicht konnte er etwas fühlen, was wir nicht fühlen konnten. Ist so etwas möglich? Ja, Angst. Nennt man das auch. Ja. Gut, wie gesagt, der Boss, okay, war okay. Aber du kommst da, wie ich finde, ja, mit Nachdenken drauf, ne? Und da ich ja jemand bin, der nicht nachdenken kann, wie ihr wisst, muss ich ein paar Minuten verbraten, um das rauszufinden. Wir gehen trotzdem nochmal weiter. Komm. Wir haben so wenig erreicht heute, dass das muss nicht so enden. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht, ob mir der Boss gefallen soll. Also, ich finde ihn so gesagt okay. Ja? Geben wir ihm das Prädikat okay, war okay. Mit meinen schlechten Leistungen muss man sagen, ja, ist in Ordnung, Fräulein. Jetzt müssen wir, glaube ich, da unten rauskommen, oder? Ja, ja, genau. Heftig. Ja, schön. Soli, Freundes. Prinzessin Schub war es also, die den Kobaltstern zerschmettert hat. Sie muss wirklich Angst vor seiner immensen Macht haben. Noch drei Splitter gilt es zu finden. Schnell auf zum Sternenschrein. Nicht zwei, gut, dann anscheinend drei. Wurde eben nicht gesagt, findet die letzten beiden. Aber dann eben nicht. Gut, wir machen hier im Sternpalast, oder wie heißt das hier? Sternenschrein, okay. Im Sternenschrein, liebe Freunde. Machen wir im nächsten Part weiter. Sehr wohl. Abschließende Worte zum Boss. Er war okay, zum tausendsten Mal, ja. Ich fand's halt nur verwirrend, weil ich finde, ich habe richtig gedacht. Natürlich war's falsch, aber ich fand so die Art, wie ich gedacht habe, fand ich jetzt so an sich nicht falsch. Wenn man da so eine große Anzahl an Schroops sieht. Dass du dir denkst, okay. Ne?
dass du dir denkst, okay, musste halt so kaputt machen, musste halt Schub für Schub umbringen, dass dann irgendwann die Anzahl der Schubs ausgeht, sodass er, dass der Fahnen-Schub zu dir rüberkommen muss, weil er keine anderen Schubs mehr hat. So hab ich gedacht. So, deswegen, ne? Haut rein, ciao.